Herzlich willkommen zu dem Bienenstand an der Permakultur Aue Süd. Wir sind heute am 2. November und das, was ich heute mache, glaube ich, könnte für viele Zuschauer nochmal spannend sein, weil das ist heute der letzte 3-Wochen-Rhythmus. Also sprich, vor 3 Wochen habe ich hier die letzten Arbeiten noch gemacht, also nochmal nachbehandelt, nachgefüttert. Und heute ist jetzt der Tag, wo wir auch die Absperrgitter bei unserem Homehive rausnehmen und nochmal so eine kleinere Überprüfung der Bienenvölker machen. Da ist mir eigentlich nur wichtig zu wissen, ob die Königin aktiv ist da drin. Ob sie jetzt brutfrei sind oder nicht, ist mal sekundär. Aber ihr kennt ja das Thema, wenn man viele Jahre Bienen hat, irgendwann kommt das Thema, dass dann ein Bienenvolk auch mal im Spätjahr umweiseln möchte. Und das ist natürlich immer saudämlich, wenn man dann nicht guckt. Dann verpennt man nämlich den Prozess. Und deswegen ist es schon wichtig, in diesen 3-Wochen-Rhythmen bis zu einem gewissen Punkt im Jahr durchzuarbeiten. Bei mir erreiche ich den Punkt meistens, wenn die Bienen halt entweder schon mal einen Frost hatten oder aber auch, wenn die Bienen nicht mehr fliegen, so wie heute. Ne? Also wir haben auch relativ kühl, wir haben jetzt hier 14 Grad. Das ist für mich arschkalt, für die Bienen ist das hinnehmbar. Und wichtig ist jetzt halt, dass wir das Bienenvolk so kontrollieren, dass wir da drin keinen Schaden machen. Bedeutet, mit dem Raucher muss man ein bisschen aufpassen. Nicht so viel reinrauchen bitte in Völker, die in der Wintertraube schon hocken oder in dieser zusammengezogenen Vorwintertraube. Weil wenn es jetzt noch kälter wird, dann sitzen die halt noch mal richtig enger. Ne? Also so richtig Wintersitz ist es nicht, aber man kann hier schon erahnen, dass die Bienen hier im Winter sich ähnlich verhalten wie jetzt bei den Temperaturen. Ob man oben jetzt auch hier noch weiter kratzt, ist ja so ein bisschen auch systemabhängig. Zum Beispiel jetzt bei meiner Einraumkiste, solange diese Brücken später nicht eine eventuelle nötige Oxalsäurebehandlung verhindern, kann ich sie eigentlich drauf lassen. Wenn ich jetzt Angst habe, dass die Brücken drüber gezogen werden und zu viel sind, dann mache ich die natürlich weg. So, jetzt bei dem Volk würde ich also sagen, die restlichen Brücken muss man jetzt nicht unbedingt die Bienen da wegschicken. Das können wir auch einfach so machen. Futterüberprüfung. Also hier sind mehr als genug Futter schon mal drin. Wow, sind das hier mega Honigwaben. Hier auch bei der Einraumbeute habe ich keine Honigernte gemacht. Da haben die Bienen alles drin behalten und haben lediglich eine Ergänzung mit Zuckerwasser bekommen. So, hier zum Beispiel sind so ein paar kleinere Brücken. Die sind eigentlich nicht unbedingt störenswert, aber wenn ich mal im Winter doch Waben verhängen muss, dann werden die zum Verhängnis. Deswegen, wenn ihr die Wabe so in der Hand habt, kurz einen Finger nehmen, reindrücken, wegmachen. Ist ja nicht viel Arbeit. Hier auch, ne? Wenn ich die jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich vielleicht hier eine Biene eingeklemmt beim Zusammenschieben. So, Bienen raus mit euch. Komm, raus, raus, raus. Wir können hier eigentlich im Doppelblock weiterarbeiten. Ja, da unten ist noch ein bisschen Brut vorhanden. Ich habe jetzt genau die Wabe im Doppelblock hochgehalten, die die wichtigste ist. Das sieht doch genial aus. Was für ein wunderschönes Bienenvolk. So, das sind jetzt zum Beispiel hier die letzten 2, wo ich nochmal hochziehe. Mich da wegen Futter, mich das immer interessiert. Hier ist zum Beispiel eine Wabe jetzt gerade drin. Gerade gesehen. Hier habe ich bestimmt mal aus einem anderen Grund da reingehängt. Aber wir finden eine bessere Position, weil die Wabe und die Wabe hier ist größer als die, wo ich jetzt habe in der Hand hier. Also gehört eigentlich die Wabe hier abstufend auf die Seite. Und hier das Gefissel machen wir weg, bevor die Bienen dran sich quetschen. Da ist noch was.
So. Futter haben sie mehr als genug drin. Ob die mit Oxalsäure behandelt werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich habe meine Windel drin, hier, diese weiße Platte. Und da kann ich jetzt Milben zählen. Und falls ich im brutfreien Zustand immer noch zu viel Varroa drin habe, beziehungsweise jetzt die nächsten Wochen, das sehe an der Windeldiagnose, weil mein nächster Wochenrhythmus ist jetzt hier alle 6 bis 8 Wochen zu den Bienen, die Kontrollblicke machen. Das heißt, ich werde jetzt halt hier die nächsten paar Wochen mal kurz vorbeifahren am Bienenstand, die Windel überprüfen. Und wenn wir halt immer noch bei über einer Milbe pro Tag liegen oder mehr, dann müssen wir mit Oxalsäure im brutfreien Zustand dann im nächsten Monat behandeln oder jetzt in den kommenden Wochen. Wir wissen ja nicht genau, wann sie brutfrei sind. Klar, jetzt bei dem Volk hat man verdeckelte Zellen gesehen, also da wird es auf jeden Fall noch mal ein paar Wochen dauern. So, das Volk wurde 3-mal mit Milchsäure, 2-mal mit Ameisensäure behandelt. Das ist wenig, finde ich. Dafür, dass die Brutentnahme hier nicht leider, also leider nicht wirklich gegriffen hat. Ne? Ich habe zwar die Brutentnahme gemacht, aber hat nicht gegriffen hier. So verhalten im November. Super geiles Volk. Alles voll mit Pluspunkten. Nur Propolis kann man nicht bewerten. Und das war's. Die wichtigen Punkte habe ich hier abgeklappert. Brut war da. Futter ist genug. Hier gibt es nicht weiterhin viel zu tun. Und das hier ist jetzt hier das Produktions-Homehive. Mit dem Segeberger-Aufsatz. Da habe ich übrigens letztens noch eine Königin ausgetauscht. Vom Futter her würde ich sagen, das langt. Das ist gut gefüllt hier oben. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das Gitter rausnehmen. Die Absperrgitter fliegen jetzt bei jedem Homehive-Modell raus. Und auch für generell jede Kiste, wo ein Absperrgitter drin hat im System, im Winter rausnehmen bitte. Ich würde es nicht drin lassen. Ich habe bei dem Volk übrigens die Königin ausgetauscht, weil das war ein Volk, wo mir die ganze Saison über zu hibbelig war. Haben auch ein paar Mal mir ins Gesicht gestochen, was ich gar nicht mag bei Bienen. Tut mir nämlich nach vielen Jahren immer noch weh. Es wird nicht mehr dick. Also ich bin immun gegen das Bienengift, aber es tut scheiß weh. Und wer will schon einen Stich in der Fresse haben? Das mag ja niemand. Ja, und gerade auch, also für mich ist halt wichtig, dass ich auch eine gute Genetik auch meinen Kunden anbieten kann von Bienenmasse. Und deswegen bin ich da schon geneigt zu. Also ein Bienenvolk, wo permanent mich verdreschen tut in der Saison, komme ich halt irgendwann hin und sage so, jetzt wird die Königin getauscht. Okay, da hier auf die erste Wabe werde ich jetzt gar nicht reingreifen. Die Bienen mögen mich hier immer noch nicht. Ich mache jetzt hier nur die notwendigen Griffe. So, Seite sehe ich ja schon Futter. Hier wird es interessant. In die Mitte reinschauen. Was mich hier jetzt interessiert, ob sie meine neue Königin auch gut angenommen haben. Oder ob sie keine Lust hatten und Nachschaffungszellen gebildet haben. Schauen wir mal. Sieht doch schön aus. Gut. Keine Nachschaffungszellen. Brut haben sie auch drin. Man sieht hier bei dem Volk immer noch die Aggressivität an. So, von der Brut her, schaut mal, wenn ihr so ein dichtes, kompaktes Brutnest habt, ist auszugehen davon, dass die Löcher hier Ausräumraten von Varroamilben sind.
Aber so sieht eine richtig schöne, gesunde Brutfläche aus im Spätjahr. Klar, ein paar Milben habt ihr irgendwo immer drin. Aber auch die jungen Bienen und die Altbienen. Also, es sieht ja alles schick aus mit dem Volk. Da wollen wir jetzt auch länger gar nicht die Tiere abstressen. Das Volk ist hier intakt, hat die neue Königin gut angenommen. Freut mich für die Bienen hier und für mich auch. Eine gewisse Zeit wird es allerdings trotzdem mit brauchen, bis die Altbienen von der Altkönigin, die mich verdroschen haben, rausgehen. Und die Bienenmasse sich abtauscht von der Genetik meiner neuen Königin, die ich da reingesetzt habe, die total friedlich ist, so wie ich es eigentlich auch kenne von meinen Bienen. So, sitzt nicht ganz drauf. Nochmal zu. Und hier sieht man wieder diese Grüppchenbildung von Honigbienen. Jetzt im Spätjahr ist schon wichtig, dass ihr keine Bienen verliert. Hätte ich jetzt hier meine Bienen in die Pampa geschmissen, die wären tot. Die machen dann irgendwo im Gras eine Grüppchenbildung und dann ist vorbei. Dann sterben sie in der Gruppe. So, die eine Wabe hier finde ich noch interessant. Ich denke nicht, dass ich nachfüttern muss, weil das vom Gewicht her sich gut voll angefühlt hat. Ich sehe hier aber eine unverdeckelte Wabe. Deswegen machen wir da nochmal einen Kontrollblick. Sie arbeiten noch dran. Das kam durch das Nachfüttern nochmal. So, sehe ich aber keine Probleme. Machen wir wieder zu, die guten. Zweimal Milchsäure, zweimal Ameisensäure. Und die Brutentnahme hat hier auch nicht wirklich gut funktioniert. So, Verhalten, Pluspunkt war das nicht. Gesund sind sie, aber Entwicklung finde ich gut. Honig haben sie auch gut gemacht. Schön voll da drin alles. Und wegen der einen offenen Wabe kann ich jetzt keinen Minuspunkt geben, weil wie gesagt, die habe ich letztes Mal ein bisschen nachgefüttert. Ich glaube, das war eine Woche jetzt her, gar nicht so lange her. Ich habe mal kurz alle Kisten angehoben und die geschaut, welches Volk noch mal ein paar Kilos extra braucht. Keine Milbe hier. Ist ja schon mal gut. So, die wollten im September ihre Königin rausschmeißen. Damit es ein bisschen spanisch von dem Volk vorkam, habe ich die Königin da aber drin gelassen. Habe nur die Nachschaffungszellen gebrochen, um nochmal zu überprüfen, ob die Bienen wirklich Lust haben, ihre Königin wegzuhaben. Und bei den darauffolgenden Terminen habe ich dann keine Nachschaffungszellen mehr gesehen. Manchmal machen das die Bienen auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwas im Volk ändern tut. Ne? Also das kann ja sein, dass ihr als Imker mal irgendwie ein Volk zwischenparkt oder wenn ihr Bienenmasse irgendwo abzwackt und woanders da wieder reinfügt. Das kann mal unter Umständen auch dazu führen, dass die Bienen mal Nachschaffungszellen ansetzen. Und wenn man eben der Meinung ist, dass die Königin aber gut ist, dann macht er halt nochmal die Nachschaffungszellen platt. Wenn die Bienen das aber nochmal machen, dann wisst ihr hundertprozentig weg mit der Königin. Mit dem Tier stimmt dann irgendwas nicht. Ich bin die letzten Jahre immer sehr gut gefahren, mich immer auf das Wesen der Biene zu verlassen. Also sprich, nicht mit dem Ego durchbrechen und sagen so, ich will aber. Und die Biene muss, nee, die Biene muss gar nichts. Das Einzige, was wir müssen, ist auf die Bienen hören. Weil die zeigen uns im Regelfall schon sehr, sehr gut an, was gerade schief läuft und was zu tun ist. Und wenn eben die Bienen sagen, hey, die Königin muss umgetauscht werden, dann ist es so. Dann könnt ihr als Mensch vielleicht sagen, was für eine schöne Königin. Aber es bringt ja nichts, wenn die Bienen anderer Meinung sind. Und die Biene hat halt auch mehr Sinnesorgane, ne? Die kann das halt besser entscheiden, wie wir Menschen. Hier ist unsere Königin.
schaut so aus, als wenn die hier aus der Brut rausgehen. Gucken wir nochmal auf der Wabe hier an. Ja, bingo. Dieses Bienenvolk ist brutfrei. Und mal gucken, ob wir einen Nachgeleger haben. Moment, ich muss selber in die Sonne gehen. Jetzt sehe ich das nicht. Nein, die haben kein Nachgelege mehr. Das heißt, dieses Bienenvolk ist in der Sekunde brutfrei. Und wenn die mir jetzt Milben anzeigen, dann könnte ich die auch mit Oxalsäure behandeln. Ich glaube aber fast schon, dass ich das Bienenvolk hier nicht behandeln muss. Dass die so stehen bleiben können, wie sie jetzt sind. Hier vom Futter. Oben ist es tatsächlich nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Das ist da oben ein bisschen knapp. Auch das ganze Bienenvolk von der Bienenmasse fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade umhauend. In der Entwicklung ist das mal ein Minuspunkt. Wenn jetzt nicht noch was passiert, kommt es so über den Winter. Wenn ich mir die Futterwaben da unten angucke, würde ich jetzt auch sagen, brauche ich nicht nochmal weiter füttern, weil die einfach sehr, sehr viel unten reingelagert haben. Aber trotzdem, also das Bienenvolk hier, da werde ich mir die Klammer quer machen. Die Königin war hier nämlich relativ oft ziemlich brutfrei. So, machen wir jetzt einmal ein paar Notizen. Verhalten war ja schon mal gut. Gesundheit war auch gut. Entwicklung war minus. So, und das zieht sich jetzt hier leider schon relativ lange durch die Bank durch, dass dieses Bienenvolk hier nicht so ganz schick ist. Honigbewertung würde ich jetzt hier offen lassen, weil ich mag das nicht, wenn die Bienen das alles unten einlagern. Das ist teilweise auch so eine genetische Nummer. Wie schnell sie das Futter abnehmen oder wohin sie es schleppen. Machen wir Klammer quer. Und wenn ich irgendwo ein Bienenvolk hätte, wo jetzt schwächer wird, dann würde ich tatsächlich diese Königin hier opfern. Die Königin abdrücken und die Bienenmasse mit den Honigwaben auf andere Völker verteilen. Beobachten wir jetzt noch eine Weile, aber es sieht jetzt erstmal fürs Erste okay aus. Wenn ich ein schwaches Volk habe, dann habe ich hier eins, wo ich definitiv weiß, das kann man austauschen. 2021er Bienenkönigin hier noch drin. Ihr wisst ja, je älter die Königin ist im Spätjahr, desto höher ist dann nachher auch die Chance, dass die Bienen die rausschmeißen und nochmal umweißeln. Hier habe ich auch ein Gewicht drin, das ist knapp. Da müssen wir unter Umständen nachfüttern. Das schauen wir uns jetzt aber auch ganz genau an. Nicht vergessen, eine Königin, die 2 Jahre ist oder zweijährig dann in die Überwinterung geht, die hat ein viel kleineres Überwinterungsvolumen. Frische neue Königin, die machen größere Völker in der Überwinterung und eine Altkönigin macht kleinere Bienenmasse. Muss man wissen als Imker. Nicht, dass man sagt dann, oh Gott, das Volk ist total schwach und krüppelig und muss vereinigt werden. Das hat ein bisschen was mit dem Alter der Königin zu tun. So, vollen Gesichtsstich gerade kassiert. Die Biene war auch zu schnell, um zu reagieren. Dann tut's mir leid, liebe Bienen, auch bei Kälte kriegt er jetzt ein bisschen Rauch ab. Und bitte lasst mich hier mal arbeiten. Alle mal runter von Oberträgern, bitte. Ich will hier was kratzen. Ich muss hier sogar kratzen, weil wenn ich das hier lasse, das wird mehr. Und dann habe ich nachher tote Bienen zwischen den Segmenten, wenn ich die wieder aufsetze, die Kiste. Deswegen am oberen Teil, Honigraum, kann ich gern die Brücken lassen, wenn ich so möchte. Aber da unten müssen sie weg. Aus Sicherheitsgründen für die Bienen.
Hätte ich jetzt meinen Kopf nicht so schnell gedreht, hätte ich gerade einen zweiten Stich ins Gesicht kassiert. Schauen wir doch mal, warum seid ihr pissig heute? Sonst seid ihr doch immer cool drauf. Habt ihr das gesehen, wie da jetzt die Bienentraube runtergestürzt ist? Deswegen ganz wichtig, bei Nicht-Flugtemperaturen die Waben immer überm Volk halten. Auf gar keinen Fall nebendran. Wenn euch Waben runterkrachen und die landen nicht da drin, landen sie im Gras und sterben meistens. Haben das echt schlecht verarbeitetes Futter. Gefällt mir nicht. Unten ist ziemlich viel drin, also das ist schon ausreichend, was wir hier sehen. Aber ist definitiv mal ein Minuspunkt. Ist mir unten schon aufgefallen, dass die Bienen das sehr, sehr schlecht verarbeitet haben, das Futter. So, ansonsten schaut mal, die habe ich jetzt zum Beispiel nur mit einmal Milchsäure und im Oktober mit Ameisensäure behandelt. Mehr gab es bei diesem Bienenfort nicht zu ziehen und es korreliert wieder mit meinen Fangwaben. Also das, was ich halt immer sage, wenn die Biotechnik richtig greift, dann könnt ihr dadurch deutlich Medikamenteneinsatz reduzieren. Wir haben jetzt hier wirklich zweimal die Brutentnahme rausgezogen. Das sehe ich ja hier. Hier habe ich die Königin gekäfigt. Bam, dann kam hier die erste Brutentnahme. Dann war die Königin immer noch in ihrer Kammer drin. Zweite Brutentnahme war hier. Zweimal hintereinander. Erstmal 3 Wochen, dann 2 Wochen. Zweimal Brut raus. Dann nochmal eine Fangwabe im Nachhinein rausgemacht. Wow, mit Milchsäure einmal zwischendrin behandelt, nach der Honigernte war das. Und im Oktober, wo die Brutentnahme schon längst durch war, nochmal mit Ameisensäure nachgelegt. Das ist richtig gut. Verhalten ist ein Minus, weil ich habe einen Gesichtsstich kassiert. Gesundheit fand ich toll, Entwicklung lasse ich offen, geht besser, Honig ist ein Minus. Das haben sie hier nicht gut gemacht. Beispiel. Ich habe hier ein Volk, wo ich vorhin gesagt habe, wenn jetzt irgendein anderes Bienenvolk schwach wird, dann würde ich hier die Königin rausschmeißen und die Bienenmasse aufteilen. Ich habe auch gesagt, wir können die Honigwaben genauso aufteilen. So, jetzt habe ich hier ein Nachbarsvolk, wo links und rechts nicht so wirklich schöne Futterwaben hat für die Überwinterung, weil sie offen sind. Wenn ich dieses Volk auflöse, fallen bei dem Volk logischerweise die 2, 3 Waben raus, wo mir nicht so gut gefallen und werden einfach hier vom mittleren Block, wo noch gut aussieht, ausgetauscht. Das ist auch nochmal das Schöne am Vereinigen, dass ihr dadurch euer Material, Bienenmasse, Bienenwaben einfach nochmal kompakter zusammenbekommt und so die Probleme von vielleicht anderen Völkern auch ausklammern könnt. Das hier war ein Bienenschwarm im Frühling mit einer 22er Königin. Im April ist er raus.
Ein Aprilschwarm. Hier sieht es vom Futter richtig gut aus. Die Kiste war jetzt schön schwer. Da haben sie ordentlich gebastelt. Das muss alles weg. Auch etwas stinkig hier, das Bienenvolk. Ist übrigens im Spätjahr völlig normal, ne? Also wenn ihr ein Bienenvolk öffnet um die Jahreszeit, dass die euch das jetzt nicht danken werden, ist auch irgendwie verständlich. Und klar, würdet ihr vielleicht auch machen, wenn ich euer Dach vom Haus reiß, dass man da mal zuschlägt, ist verständlich. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann kann das den Tod von eurer Bienenkolonie bedeuten. Wow, was für ein geiles Brutnest hier. Wieder wunderschön. Ein paar Löcher hat's. Aber für die Jahreszeit auch nicht der Rede wert. Ja, wunderbar. Ganz viele Jungbienen drin, die da putzmunter rumkrabbeln. Sieht gut aus hier, das Bienenvolk. So, hier eine Randwabe, fällt mir gleich ins Auge. Was ist denn das da hier? Nicht gut, ne? Ich kenne aber das Thema Imkerei gut genug. Ich weiß, dass noch mal ein Volk kommt zur Vereinigung. Irgendwo wird noch mal eins auftauchen. Ich zeige euch mal, wie die Waben alle aussehen sollen, nach meinem Geschmack. Bitte so. So sollen eure Waben im Winter aussehen und nicht wie die gezeigte Randwabe gerade eben. Da legen wir noch nach. Ich würde jetzt aber auf dieses Bienenvolk würde ich jetzt nicht nochmal nachfüttern. Da würde ich nur bei dem nächsten Volk, wo ich vereinig, diese Wabe hier austauschen. Ein kleiner Trick, Bienenwachs runterfallen lassen. Da steckt noch ein Tier drin. Dann können wir das da rausschaben. Und die restlichen Bienen wieder ins Volk klopfen, bitte. So.
nur Honig gebe ich einen Minuspunkt, weil sie auch da, finde ich, nicht gut gearbeitet haben mit ihren Honigwaben. Unsere Königin Homehive-Kiste ist größtenteils schon abgebaut. Das war übrigens hier nur ein Prototyp, ne? Also das sind später nicht die Modelle, die in den Verkauf reingehen. Das war nämlich im Nachgang doch keine so gute Idee, die Königin-Einraumkiste mit vielen Etappen zu machen. Wir haben ein Modell wirklich gut gefunden, wo auch Praxistest alles super funktioniert hat. Das war hier das Modell. Mit 3 Kammern von Königin, mehr nicht. Ich habe das Volk schon durchgeguckt, deswegen, das gucken wir jetzt nicht an. Das sieht nicht anders aus wie eine Einraumbeute. Warum ich jetzt hier aber aufmache, wir haben hier ja noch eine Futterschale drin. Und die schmeißen wir jetzt raus. Hier von der Seite können wir mal das Volk anschauen. Ja, das ist genau wie eine Einraumbeute. Das sind ja die Top-Barwaben. Und hier haben wir auch nochmal eine Futterkiste. So, auch raus hier. Und wieder zu, die guten. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch eine Einraumbeute und 2 Homehives zur Durchsicht. So, einmal Einraumbeute. Also das da hier. Das ist jetzt so ein Ding mit der... Mit den Wachsbrücken, das würde die Oxalsäurebehandlung ganz schlecht machen. Weil da, wenn ich ins Volk reintröpfel, würden ja die Brücken das Tröpfeln der Oxalsäure ins Volk verhindern. Und das ist halt auch nicht irgendwie in der Mitte gebaut von der Biene, sondern das ist über den Bügel drüber. Das, wo ich vorhin beim anderen für gut befunden habe. Bei dem Volk da hinten hat es ja geklappt. Aber hier, seht ihr, die haben hier Querbrücken gebaut. Und das ist unter Umständen ein Problem bei der Behandlung, falls wir behandeln müssen. Und nur das Wort falls reicht aus, um die Brücken hier wegzumachen. Weil ich habe keine Lust, das später bei ganz kalten Temperaturen dann wegzukratzen. Vor allen Dingen, weil da dann auch wirklich Schäden für die Bienen zu erwarten sind. Weil im Winter kann ich halt auch im Raucher, will ich nicht, reinrauchen und man soll auch nicht. Und den würde ich nur benutzen, wenn es hart auf hart kommt und die Bienen komplett rumspinnen. Dann kann man auch mal im Winter reinrauchen, aber wenn es geht, gar nicht. Ist besser für die Bienen. Ach so, ja, warum? Ist für mich immer ganz wichtig, das noch dazu zu erwähnen, wenn ihr im Winter, also wenn die Bienen so in diesem Wintersitz sind und ihr raucht dann da rein, dann stoben die unter Umständen auseinander. Also sprich, der Bienensitz, der sich eng zusammen wärmt, wird aufgerissen und dann kann es sein, dass halt ein paar Bienen an der Seite links, rechts, die dann panisch im Volk rumkrabbeln, abseits von ihrer gewärmten Wintertraube, dass diese Bienen dann ja erfrieren. Ein Kältetod, weil ein Bienenvolk kann sich nur in der Masse wärmen. Das ist klar. Eine einzelne Biene schafft das nicht. Alles, was jetzt hier runterfällt an kleinen Wachsbrücken, das sind ja ein paar tatsächlich jetzt durchgegangen, das ist nicht schlimm, weil früher oder später mache ich so die Hinterklappe auf und dann kann man die ganzen Späne im Besen rausholen. Beziehungsweise mein Homehive-System hat ja hier auch ein schiebbares Gitter drin. Wenn ich das rausziehe, dann fällt so alles durch. So, zur Durchsicht, was haben wir denn da? Das ist ja mal was ganz Lustiges hier. Da haben sie eine Dickwabe gezogen und dann haben sie das alles wieder aufgefressen. Lustig. Machen sie auch mal. Ich habe das jetzt übrigens gleich zusammengedrückt wegen Thema Frühling. Kommt ja auch. Da habe ich gar keine Lust auf Dickwaben. Wenn ich mal eine schnelle Bewegung mache, ich will euch da nicht auf eine Achterbahnfahrt mitnehmen mit der Kamera,
Aber meine schnellen Kopfbewegungen, die dienen dazu, Angriffsbienen auszuweichen. Und es funktioniert auch sehr gut. Ich hoffe, der YouTuber, der mir den Kommentar gegeben hat, der sieht das Video, weil hier ist die Antwort, wie man die aggressiven Bienen ausklammert. Also sprich, wenn die euch entgegenkommen und ins Gesicht gehen wollen, dann reicht ganz oft eine kleine Kopfbewegung nach links, rechts, die schnell gemacht ist, aus, um den Wächter an euch vorbeiziehen zu lassen. Und dann ist der halt erstmal in der Luft und muss sich wieder neu orientieren. Die versuchen schon, euer Gesicht zu erwischen. Leider. Wenn man das aber weiß, kann man ja seinen Kopf dementsprechend auch verhalten. Und ganz viele Bienenstiche habe ich so über die Jahre mit einer kleinen Kopfbewegung abgewehrt, erfolgreich. Ja, also das ist halt auch ein wirklich geniales Bienenvolk. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Das ist ja fantastisch hier. Wow. Mich interessiert, ob sie brutfrei sind. Eine Königin Hamse. Vom Verhalten her ganz klar. Wäre aber trotzdem gut, wenn ich sie optisch sehe. Also hier ist Brut drin, dann kann man ja schon mal schlussfolgern, dass diese Königin, wo da ist, auch mit Sicherheit begattet ist. Ich sehe hier keinen Grund mehr weiter zu gucken. Also da kann man jetzt eigentlich sagen, das sparen wir uns hier, weil die haben hier mehr als genug Futter drin. Die Bienen sitzen hier schon gut kompakt Richtung Überwinterung. Königin habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich habe die an. Doch, da ist sie doch. Da ist doch die Königin. So, eine weiße. Wunderbar. Also, wir haben die Königin gesehen. Wir haben Brut gesehen. Das Volk hat eine gute, gesunde Brutfläche. Es hat genügend Winterfutter drin. Sogar schon mehr als genug. So wie ich das auch liebe. Mehr als genug Winterfutter, weil dann hat man nämlich nie Probleme im Frühling. Soll jetzt nicht heißen, ihr sollt euer Volk überfüttern. Das meine ich damit nicht. Ich meine nur, ihr sollt einen Ticken mehr reinmachen, wie sie eigentlich im Winter fressen. Dann habt ihr im Frühling alle Pluspunkte auf eurer Seite. Auch hier haben wir einfach Glück gehabt. Das war ein Bienenvolk, wo ich ganz viel Drohnen schlüpfen lassen habe. Da nehme ich hier eins meiner richtig guten Völkern mit nur Pluspunkten. Im Propolis haben sie es schlecht gemacht. Und im August habe ich einen Gesichtsstich bekommen. Alles andere war hier fetter Plusbereich. Und dann habe ich die Bienenkönigin, da ich die ja schon vom letzten Jahr kannte, auch dementsprechend vermehrt. Habe dann ganz viel Drohnen da schlüpfen lassen. Das ist hier oben bei Drohnenbrut entnommen. Ein X heißt, ich habe abgeschnitten. Ein Kreis heißt, ich habe eine ganze Wabe schlüpfen lassen. Also da sind tausende von Drohnen hier in dem Volk entstanden. Aber ich habe bei dem Volk, seht ihr mal hier auf der Liste, Bienenbrut entnommen. Brut raus, Bienen raus, Brut raus, Bienen raus, Bienen raus, Brut raus, Brut raus. Und das habe ich in so einem großen Maße gemacht, dass dann danach mit meiner doppelten Bannwabenverfahren zwar keine Brutentnahme rauszumachen war, waren aber so brutfrei, wegen der Trockenheit. Dann habe ich zweimal die Milchsäure genommen, habe das Volk rennen lassen, im Oktober nochmal mit Ameisensäure. Mehr war das nicht und das Volk sieht total genial und stabil aus. Und warum die jetzt im Spätjahr da nicht so die Milbenprobleme hatten, weil ich halt hier bis zum Juli eigentlich bei fast jedem Termin richtig viel Brut rausgenommen habe. Übrigens, auch dieses Bienenvolk wurde nicht geerntet. Das, was ihr da drin gesehen habt, ist der ganze Honig von dem schönen Volk plus die Ergänzung mit der Fütterung vom Zuckerwasser. Übrigens, ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir gar nicht füttern müssen. Und das geht. Wir brauchen halt mehr Bäume, mehr Blumen im Spätjahr. Und jetzt bitte auch nicht sagen, ja, wir Imker klauen den Honig raus. Nee, weil es gibt halt auch ganz, ganz viele Imker und Bienenvölker, die halten Bienen nicht aus Honiggründen. Und die Bienen, klar, die brauchen auch Honig, aber ich habe das so oft schon gesehen, dass selbst wenn die Imker sagen und auch die Bienen sagen, wir ernten kein Honig, dass es trotzdem nicht langt.
So, das ist aktuell unsere Welt. Und das ist ein Scheißhaufen, wenn ich das so sagen darf. Wir brauchen wieder eine Welt, wo eigentlich mehr Nahrung wie Konsum ist. Also den natürlichen Überschuss, beziehungsweise die natürliche Balance, wo eigentlich auch die Natur uns gegeben hat. Wir Menschen haben halt das kaputt gemacht. Und da müssen wir jetzt eigentlich wieder dran arbeiten. Und wir Imker haben da eine ganz große Verantwortung, weil wir sind eigentlich die Einzigen, die auch anderen Menschen das irgendwie kommunizieren können, wie das da draußen was schief geht in der Natur. Hier muss ich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nachfüttern. Das gefällt mir hier überhaupt nicht, vom Gewicht nicht. Und wenn ich mir die Waben hier angucke, dann sind die auch noch ziemlich leer. Da müssen wir nachlegen. Ihr seht, manchmal überspringe ich Waben. Das liegt einfach im Ablauf, dass ich den Bienen auf manchen Waben Zeit geben möchte, von alleine wegzulaufen. Wenn ihr die Biene gerade auf der Kameralinse gesehen habt, das war eine Wächterin. Die hat wieder ihr Objekt gesucht. Übrigens gehen Bienen oft auf den höchsten Punkt. In dem Fall ist es die Kamera auf ihrem Kopf. Die würden sie als erstes angehen, bevor sie mir in die Nase pieksen. Naja, nicht immer, aber größtenteils zumindest. Ich habe im Auto eine Topperwabe noch, wo noch Wachs dran ist. Dann kann ich das Rähmchen eigentlich austauschen. Noch sehr, sehr viel Brut. Oh, okay. Gut, so Sachen finde ich immer auffällig. Wenn so ein Bienenvolk noch so extrem viel Brut hat im Spätjahr, dann kann das Genetik sein. Oder auch die Biene weiß genau, dass in der Bienenmasse kommen sie nicht über den Winter und machen dann noch ein paar mehr Jungbienen, um die Masse zu erhöhen im Volk. Und die muss natürlich auch gesund schlüpfen. Das Brutnest sieht hier nicht gut aus. Sag ich ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Da sind Nagspuren drin. Ein paar Bienen haben hier einen stark verkürzten Hinterleib. Also Jungbienen. Ich habe jetzt aber auch noch keine Varroamilben gefunden. Allerdings bietet sich die Wabe mal an, kurz mit der Pinzette reinzuschauen, wie es denn da ausschaut. Sah gut aus. Sieht auch gut aus. Großes Brutnest und sehr lückig. So, es ist aber auch zu kalt, da weiter rumzubohren. Das wollen wir den Bienen nicht zumuten.
Ich habe ja noch meine Windel als Varroa-Diagnose. Die ist allerdings erst seit gestern drin. Also die wird mir jetzt heute nicht viel bringen. Ich werde sie trotzdem gleich mal ziehen. Ja, auch hier. Auch ein nicht großes Brutnest noch. Ja, aber so im Gesamtblick ist das schon in Ordnung. Also Volltreffer habe ich jetzt nicht gehabt. Und die jungen Bienen, wo ich mir angeguckt habe, sehen auch okay aus. Mein Gefühl sagt bei dem Volk leider trotzdem, dass da eine Menge Milben auf uns zukommen bei der Oxalsäurebehandlung später. Bei den Temperaturen heute kann man übrigens auch unterm Tag füttern. Nun wieder habe ich im Wabenlager mal von Vereinigten Völkern auch noch Wabenreste über, die man dann logischerweise auf andere Völker verteilt. Ich habe, also vom Gewicht her ist das definitiv sehr, sehr leicht. Gefällt mir gar nicht. Brücken en masse gefällt mir auch nicht. Ein sehr brückenbauliebendes Volk. Ach Mist, ja, und jetzt habe ich einen Wachseimer schon weggetragen. Wenn die Bienen übrigens Richtung Überwinterung gehen, wird Bienenwachs extremst spröde und brüchig. Daran kann man das auch erkennen, dass eure Imker-Saison gelaufen ist und es im nächsten Jahr dann wieder weitergeht. Tauschen wir auch gleich aus. Das Volk muss auf jeden Fall nachgefüttert werden. Das sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Ist keine schön gefüllte Wabe. Da machen wir eine neue rein. Auch hier habe ich von vereinigten Bienenvölkern noch Waben über. Sehen leider auch nicht 100% besser aus. Aber zumindest ein bisschen. Zum Beispiel hier haben wir, nee, oder nehmen wir die doch. Noch eine dabei, die halbwegs verdeckelt ist. Die hier ist auch deutlich schwerer. Dann nehmen wir die. Seht ihr, hier habe ich schon korrigiert. Da haben sie zu dick gebaut. Und hier auf der Seite ist schon mal ein bisschen verdeckelt. Hier einen Deckelaustausch wegen dem Wachs. Jupp, und wir haben gesagt, wir ziehen noch die Windel raus. Schauen wir mal,
Ja gut, das ist natürlich zu erwarten. Also mit einem Tag Windeldiagnose, das ist komplett Blödsinn. Das braucht er gar nicht anfangen. So eine Windel muss schon ein paar Tage drin bleiben für ein gutes Ergebnis. Milben habe ich jetzt übrigens keine gesehen. Also nicht auf der Biene und nicht auf der Windel, aber die Brut und so wie die Bienen drauf saßen, hat mir nicht so gut gefallen. Verhalten war gut. Gesundheit lassen wir offen. Entwicklung will ich auch offen lassen. Honig war schlecht und wir müssen nachfüttern. Also im November kriegen die jetzt nochmal, das mache ich nachher hier gleich nach dem Video, da bekommen die jetzt nochmal 4 Kilo Zuckerwasser obendrauf. Da habe ich die Klammer, habe ich hier hin. So, und dann haben wir hier nochmal das Abschlussbienenvolk. Was haben wir denn hier? Eine 2022er Königin. Ja, richtig viel Futter drin. Das ist schön bombenvoll hier oben. Schwere Kiste. Wenn ihr das am Üben seid mit dem Arm, also dass euer Arm nachher eine Gewichtsabschätzung machen kann, ob die Bienen jetzt genügend haben oder nicht, lernen kann man das mit einer Federzugwaage. Da müsst ihr euch halt nur einmal die Leergewichte von euren Materialien aufschreiben, von der Kiste, Behausung, Rähmchen und so weiter und so fort. Dann misst das Leergewicht. Und mit einer Federzugwaage kann man mal schnell direkt am Bienenstand die Öse einhängen und dann einfach seitlich hochheben. Das geht mit ganzen Kisten. Aber eben auch mit einzelnen Waben. Top. Königin da, Brut da. Hübsch, hübsch. Schönes Volk. Das hier ist ein Schlupfring. Hier sieht es jetzt wieder mehr nach Milben aus. Gucke ich mir jetzt genauer an. Ein paar Zellen sind auch hier wieder auffällig. Deswegen hat man ja seine Pinzette. Wie gesagt, die Pinzette, die dient auch dazu, generell Krankheiten einfach dingfest zu machen. Und wenn man hin und wieder mal seine Bienen da, die Bienenbrut, so ein paar einzelne Zellen opfert, das kann euch halt echt manchmal das Leben retten. Also nicht euer, sondern das von der Biene. Ich wollte euch gerade eine Varroamilbe auf der Biene zeigen. Dann ist die Biene weggeflogen. Ja, das hier war mal abgestorben. Ne? Wenn die Brut zu gelblich ist, dann ist das nicht mehr eine gesunde Brut. Die sitzen hier auch ziemlich tief, die Zellen.
Also da war jetzt ein Volltreffer dran. Auf der Unterseite ist da eine ganz kleine Babymilbe. Da jetzt mal reingucken. Ja, hier unten haben wir Varroakot. Hier auf diesem kleinen. Also Varroakot ist immer an der Seite. Wenn man hier so von der Seite guckt, dann seht ihr den Varroakot hier. Der ist nicht unten in der Mitte, der ist seitlich. Ja, also im Gesamtfazit denke ich hier, und bei dem Fall kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ich weiß, sondern ich kann nur rein denken. Ich sehe hier viele aufgebissene Zellen. Das Brutnest ist lückig. Ich habe jetzt eine Varroamilbe in der Zelle gesehen, eine Varroamilbe auf der Biene drauf. Und mit ganz, ganz, ganz hoher Sicherheit, wenn ich jetzt die Windel ziehe nach ein paar Tagen, wir sind hier noch über der Menge an Milben drüber, wofür ein Bienenvolk akzeptabel ist. Und eine weitere Behandlung bedarf das hier nicht. Aber was ich hier definitiv mache, wir warten ab auf die Windel. Dann lassen wir es ein bisschen kalt werden, weil von der Zeit her können sie es uns kompensieren. Genügend Bienen haben wir drin. Und dann warten wir, bis die hier brutfrei sind und machen eine Oxalsäurebehandlung. So, und damit haben wir dann auch wirklich alle Restmilben rausgeschmissen. So, und wenn die Tiere übrigens so auf dem Haufen hocken, dann können die auch das da machen. Die gerade irgendwie mit den Fingern zusammenschieben und dann halt ab ins Bienenvolk. Zu kratzen gibt es hier oben nichts. Das sieht ja wunderbar aus. Machen wir jetzt die Späne wieder raus. So, vom Futter mehr als genug drin. Hier Bienen, ihr geht bitte wieder rein. So, was machen wir jetzt mit dem Volk? So, schaut mal, in Entwicklung haben sie das letzte Mal schon keinen Pluspunkt bekommen, den möchte ich denen aber heute geben. Futter war auch ein Pluspunkt, Verhalten war gut und das Thema Gesundheit lassen wir hier offen. Und da ich ja gestern die Windel reingemacht habe, gucken wir uns doch mal das Tagesergebnis an. Ja, wie gesagt, eine Windel funktioniert nicht wirklich toll über einen Tag. Deswegen war da jetzt auch nichts zu sehen, nichts zu erwarten auf der Windel. Hier für diesen Bienenstand mal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben hier ein Bienenvolk, wo jetzt noch mit Futterwasser Zuckerwasser nachgefüttert wird. Nochmal 3-4 Kilo rein. Dann haben wir zwei Völker, das hier und das, wo mit der Gesundheit nicht ganz stabil dran steht. Und dann haben wir hier ein Bienenvolk, wo die Königin nicht so ganz intakt ist. Das hat einfach viel zu viele Minuspunkte sich eingehamstert. Und da haben wir ein Bienenvolk, wo eine Futterwabe noch rein kann. Besser gesagt, rein sollte. Es ist eigentlich jetzt schon abzusehen, dass ich dieses Bienenvolk hier auflösen werde. Dann können wir nämlich sagen, Futterwaben hier rein, vielleicht noch ein paar Bienchen in das Volk rein, dass die noch ein bisschen mehr Bienenmasse bekommen. Kann sein, dass vielleicht dieses Volk und dieses Volk in 2 Wochen nochmal, 3 Wochen, 4 Wochen, man weiß nicht genau, nochmal Bienenmasse braucht. Dann wäre es auch nicht übel, dass man hier nochmal ein Volk hat, wo man dann hier verteilen kann. Und last but not least bin ich jetzt nächste Woche, ab morgen geht's los, einen ganzen Tag bei meinen vermieteten Bienenvölkern. Und wenn da irgendwo nochmal Völker zwischendrin sind, wo auch nicht so ganz stabil sind, zu wenig Bienenmasse, dann denke ich halt jetzt an das Volk zurück. Alle anderen Völker sahen hier echt toll aus, da kann ich nichts mehr motzen. Und mein nächster Rhythmus hier ist, ich glaube in... Ja, also ich würde jetzt nicht direkt in den 6-Wochen-Rhythmus reingehen. In 4 bis 5 Wochen wäre hier mein nächster Rhythmus. Und da möglicherweise auch nochmal direkt in die Bienen reingucken. Hängt es ein bisschen ab vom Wetter, ne? Weil ihr wisst ja, wenn wir Frost einmal richtig drin haben, auf dem Thermometer sichtbar, dann können wir eigentlich die Uhr stellen und 3 Wochen später sind unsere Honigbienen brutfrei. Überprüfen sollte man es trotzdem. Naja, für heute machen wir das Video fertig. Ich hoffe, euch gefällt, was ich hier mache. Und wem es gefällt,
bitte abonnieren klicken, weil mein YouTube-Kanal wird später unser Permabies-Projekt finanzieren. Den, wo es interessiert, permabees.org.com ist schon vergeben. .org, ganz wichtig. Guckt es euch an, ist ein Projekt, wo wir das Insektensterben in Insektenleben wieder wandeln können, mit sehr, sehr vielen sozialen Komponenten, die mit Bienen nichts zu tun haben, sondern mit unserem sozialen Leben. Da können wir nämlich uns wunderbar vernetzen. Ich brauche da auch wirklich noch Unterstützung von euch für dieses Projekt. Spendenkonto steht ja dran. Also wer meine Arbeit hier wertschätzt und toll findet, gerne auch einfach mal eine kleine Spende machen oder eine große Spende. Bis dann, ne? Ciao.